Ja, natürlich. Wollen natürlich nicht da bleiben. Das kriege ich dir nicht. Ich meine, hier mittendrin sind Krematorien, die müssten innerhalb von da durchkommen. Was zur Hölle? Hier vielleicht mit einem Stopp die bisschen besser weg. Ich hoffe es doch mal. Gesundheitswesen, Verfügbarkeit. Meine Krematorien reichen vorne und hinten nicht aus gerade. Gestorbene 500. Was zur Hölle? Zum Glück haben wir hier noch welche. Irgendwo. Straßenzugang. Es hilft auf jeden Fall. Die Friedhöfe sollten mir auch noch einiges abnehmen können, aber wow. Müll ist genauso noch ein Problem. Okay. Neubau hat nicht ganz so gut funktioniert wie gedacht. Ich habe so viele leerstehende Gebäude. Okay, versuche ich es vielleicht mal. Hier mit kleinen Häusern. Sollte mir vielleicht ein bisschen mehr Luft geben. Naja, mache ich das so. Kleine Häuser sollten mir hoffentlich ein bisschen mehr Luft geben. Abgesehen davon, dass die Vorsicht. Verdammte Axt. Nicht gut. Meine, die wollen jetzt Industrie haben. Und wenn ihr den Strom darüber schafft, dann kriegt ihr auch den Dingens. Ach, dann kriegt ihr auch eure Polizei. Aber nö, kein Bock. Ein Privatfahrzeug hin. Und hier fahren zig Züge rein erstmal.
Also. Kann ich den auch wieder ausmalen. Und zack, Züge. Alles klar. Ich würde ja einen für Importen, einen für Exporten nutzen, aber wieso will den keiner benutzen? Das ist auch echt dämlich. Ich lasse den einfach nochmal auf. Gebäude ist abgebrannt. Komm schon, es kann doch nicht sein, dass ich 20.000 Leute hab, 20.000 Jobs und nur 16.000 Arbeiter, 11.000 Haushalte und nur 9.800 Bewohner. Oh, das Stromnetz, ja, ich weiß, dass hier einige noch Strom brauchen. Wenn die sich mal am Riemen reißen könnten. Da baut ihr euch hin. So. Jetzt geht ihr mir auf den Sack. Jetzt könnt ihr euch dafür ab. Baut ihr die bitte dahin. Ja, meinetwegen. Die Lücken. Zack. Ja, da, neue Büros. Auf geht's. Geschlossen ist offen. Und die sind weg. Die haben keinen Strom. Schöne Scheiße. Das hilft mir nicht. Das hilft nicht. Warum habe ich so ein großes Problem mit Polizeiautorität? Ich habe doch... Scheiße, das ist nur eine Polizeiwache. Aber hier habe ich doch ein HQ. 2 von 25. Warum zur Hölle nur 2 von 25? Verstehe ich nicht. Wo doch alle sich beschweren, dass hier die Kriminalität hoch ist und... Das Schlimmste ist halt das Bestattungswesen, dass ich da nicht... Wirklich nicht in der... Oh, das macht's auch nicht besser. Ach, oh, verflucht. Scheiße. Naja. Ah, hier, und die ist immer noch nicht benutzt. Ich kapier's nicht. Und ich verstehe nicht ganz, warum hier in der Reihe Leute sind, die hier abbiegen wollen. Wie? Warum hier Leute sind, die auf der Spur fahren? Holy shit. Oh, kann ich das irgendwie...
Ist mir jetzt wurscht, die können ja eh nur in eine Richtung durch. Dann sollen sie bitte gefälligst alle Spuren benutzen. Und wie viele Spuren benutzen sie? Oh, es werden mehr Spuren, die benutzt werden. Tatsächlich. Guck mal hier. Was? Sollte es hier... Oh mein Gott. Nicht einfach machen, aber... Minus 11.000. Okay. Fange ich mal mit denen an, die... Stellen. Fluch, das funktioniert nicht wie geplant. Ich meine, sie verlangen die ganze Zeit mehr Leute. Aha. So, Polizeiwache. Zack. Jetzt Polizeiwache. 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Auf dem Weg. Oh, jetzt fahren die. Die fahren nur Patrouille. Wirklich? Die fahren bloß Patrouille und das ist alles. Alles klar. So, wenn die sich jetzt entscheiden würden, hier noch... Oh, guck mal, da ist ein Gebäude. Sie wollen mehr Industrie. Gibt's Müllprobleme. Hier gibt es noch Kriminalitätsprobleme, aber... Echt leid, aber das habe ich nicht beachtet. Und was ist da hier, die Feuerwehr? Da. Ich hätte die hier hinstellen müssen. Oh Mann, das ist natürlich... Okay, was soll's. Wir bauen Bürogebäude. Dreierhöhe hier hin, dann kriegen wir da die Feuerwehr. Planmäßig. Okay, Bürogebäude sind ziemlich alle belegt. Das ist super. Und da Industrie gewünscht wird. Sollte sich das jetzt demnächst bauen? Mein Gott, wenn ich endlich mal Geld habe. Aber wenn ich dann endlich mal Geld habe. Und ich habe Strom. Und was sehr merkwürdig ist, aber was ich...
Zweite ist, es sind halt nur 500 Leute, die hier warten tatsächlich an der Station. Und vom Timing an der nicht besser machen. Die müssen nur leicht anbremsen. Der nächste, da hat jetzt vom Timing. Warten wir noch mal kurz. Nope. Sehr gut. Es gehen halt viele Leute raus. Das ist ja Sinn, dann kommen die auch dann wieder. Was passiert, wenn ich dann mal statt Attraktivität ist 85. Da ist jetzt hier die Attraktivität hoch. Wöchentliche Touristenbesuche 910. Na ja, dann stürze ich mich mal hier in Unkosten. Und mach da draußen ein paar mehr Touris. Das Wasser. Wasser ist noch gut. Strom sagt, ist auch alles noch gut. Mein Geld sagt, es möchte kotzen. Die Probleme hier tatsächlich fast erledigt. Haben wir Strom hierüber? Nein, noch nicht. Wundert mich ein bisschen. Wow, die haben nur keinen Saft. Das ist verlassen. Nur von neuen Haushalten, nicht genug Strom. Ja, aber das wird auch bald verlassen. Das ist nicht mehr verlassen? Oder wurde neu gebaut? 10 Haushalte. Es kommt kein Strom, aber... Ja. Moment. Von daher. Ich denke mal, das Gebiet ist eigentlich tendenziell viel zu groß. Der Rückstau hat sich ein wenig erledigt. Jetzt muss ich das auch noch anmachen. Das sind allein 300 Leute, die da durch irgendwie herkommen oder auch nicht, ich weiß nicht. Ja, das ist jetzt tendenziell ein ziemliches Problem. Ich müsste das eigentlich upgraden, aber mit minus 24.000 momentan. Ich verstehe immer noch nicht, warum der nicht genutzt wird. Ich verstehe es einfach nicht. Es wäre so einfach. Das hatten wir das letzte Mal schon mal. Da war der eine zum Export, der andere für den Import. Aber nein, will ja keiner machen. Ja, keiner machen. Ein Haufen Touris.
Containerschiff. Ja, ich weiß nicht, wir haben für die... Für Touristen haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten. Nicht das hier irgendwie... Ja, dann mache ich den mal kurz aus. Dann legen sich die Strecken anders. Dann mache ich den wieder an. Privatfahrzeug. Irgendwer kommt zur Arbeit. Zack. Der hier. Als ob sie nicht geben würde. Vielleicht muss ich ihn ins Industriegebiet setzen. Wenn wir da Export haben, aber... Ja, die Straße müsste upgraded werden. Ah, 26.000 im Plus. Touristen 87% Attraktivität und die zu kommen wollen. Ist doch schön. Das wird teuer. Das sollte die Attraktivität noch um einiges erhöhen. Jetzt haben wir alles an. Natürlich für mich wieder teurer. Vor allem, weil das halt... Ja... Abgebrochen. Auch nicht, ob das wirklich hier... So viele Hotels... Ich meine, von den Läden sind auch so viele verlassen. Strecke. Auto. Und 70. 180. Aber die 70 steigen wieder aus. Muss einfach versuchen, mehr Leute hier. Ja, 180 sind ja auf 122. Das heißt, die verteilen sich tatsächlich gleichzeitig über die Station. Warum sie aber die andere nicht nehmen, so intensiv, ist dann immer noch für mich absolut. Haltestellen sind 15 Stück. Ich meine, hier warten 50 Leute. Und hier sind zwei Stationen, an denen Leute warten. Dann sollte ich vielleicht mal... Der Weg ist halt lang tatsächlich im Moment noch.
So, hier. Kinder, Jugendliche, Erwachsene? Was? Ach so, das geht ja auch. Schlimmste wird, hätte ich die mal da reingesetzt, dann hätte ich. Ich meine, das kann ich noch ändern, wenn ich die Kohle dazu habe. Ne? Oh, Scheiße. Der Blödsinn hält mich auf. Oder hält das hier alles auf? Was absolut nicht gut ist. Warum könnt ihr nicht mehr von der verkackten Straße? Dann funktioniert das super. Abgesehen davon, dass der absolut überlastet ist. Ach, Mann. Ich würde den gern so gern benutzt sehen. Aber der wird einfach nicht. Ich meine, wenn ich ihn dann hier hinsetze vielleicht, aber. Sie wollen Industrie. Oh, jetzt hatte ich Feuerwehrhaus. Zack. War wichtig. Wäre auch gerade einer losfährt. Abgebrannte Gebäude helfen mir nicht. Okay. Wollen wir mal sehen, wie schnell sich die Industrie hier baut. Die wirklich Industrie haben wollen. Wollt ihr wirklich Industrie haben? Oder wollt ihr Büros haben? Ein bisschen von beidem. Ich möchte ein bisschen mir danken. Ich meine, klar, es ist schon logisch, dass der Zugang. Müll haben wir im Moment echt Probleme. Wo ich nochmal gucken könnte. Haben die jetzt. Ja, die haben Strom. Tatsache. Echt dich eingeschaltet? Nee, gell?